Im Peloton braucht man Konzentration und Disziplin, denn jeder hat dasselbe Ziel, will im selben Moment am selben Ort sein. Die Teams mit der größten Disziplin sind auch die, die am besten arbeiten. Das Ziel ist es, seine Position zu halten, nicht dauernd zurückzufallen und aufholen zu müssen. Die beste Position hat man, wenn man mit den 30, 40 Fahrern an der Rennspitze mithält. Wenn man einem am Reifen klebt, sperrt man ungefähr 30% Energie wegen dem Sog. Wenn man also mitten im Feld fährt, ist es wohl die gemütlichste Option, im Windschatten des Vordermanns zu fahren, denn man wird Kraft sparen. Es ist aber auch die Position, in der man am schnellsten in einen Sturz verwickelt wird. Die ersten Etappen der Tour de France sind immer recht angespannt und ereignisreich, denn jeder will ganz vorne im Feld mitfahren, um keine Zeit zu verlieren und die Etappe vielleicht sogar davonzutragen. In einem Peloton mit 200 Mann zu fahren, ist sehr nervenaufreibend. Jeder will ganz vorne mit dabei sein. Jeder weiß, welches die besten Plätze sind, und um die wird konstant gekämpft. Diesen Stress bewältigen zu können, ist einer der wichtigsten Aspekte bei einer Tour de France.